Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wie viel ist dein Auto wert? Wir haben wieder was sehr, sehr Besonderes für euch dabei. Frisch aus der Scheune rausgezogen. So sah das Ding mal aus. 2008, die Begegnung. Hoffentlich sieht man das gut auf dem Bild. Also wirklich sehr, sehr runtergekommen. Ich glaube, aus dem Hühnerstall rausgezogen. Das sieht man auch schön auf dem Bild hier. Und der Markus da mit 13 hat was sehr, sehr Krasses draus gemacht. Also er hat das Ding restauriert. Unglaublich schön. Die Farbe ist einzigartig. Die hat er genauso gelassen, wie es hier auf dem Bild eigentlich ausschauen sollte. Aber schaut es euch einfach mal an. Neben mir der Scirocco. Hey Bulli, heute zum zweiten Mal. Du hast glaube ich noch einiges zu bieten, aber wir schauen uns heute erst nochmal den Scirocco an, weil der sticht aus deiner Sammlung auf jeden Fall raus. Ich habe dir vorhin schon hier mal kurz einblicken lassen, wie das Teil vorher aussah. Man könnte sich jetzt hier Seite für Seite durchblättern und es ist echt krass, da fehlen mir die Worte. Also eigentlich nur ein Rosthaufen, kann ja, man so sagen, oder? Wohl oder übel, ja. Und du als 13-Jähriger hier bei der Arbeit und hast schon mal die besten Schweißnähte hier hinbekommen, das sieht man sehr gut. Hier habe ich irgendwo echt was Professionelles gesehen. Wo war das hier? Da, ja, da geht's. Ah, da. Sehr schön. Sieht man echt sehr gut. Hast du super hinbekommen. Für einen 13-Jährigen nicht viel. Und da, schaut mal, wie das aussah. Also wirklich fast gar keine Karosserie mehr vorhanden. Nein. Aber jetzt steht das Ding da wie 1A. Du hast viel zu erzählen. Ja. Erzähl mir einfach mal, was das für ein Auto ist. Nochmal kurz zu dir. Wir hatten das zwar im letzten Video schon, aber es gibt wahrscheinlich welche, die sich für das Auto interessieren und das Video sich anschauen. Aber, ja. Okay, dann drehen wir es jetzt einmal rum, hätte ich gesagt. Okay. Ich bin der Bulli, ich bin 26 und ich stehe halt einfach auf alte Kisten, um es kurz und knapp zu formulieren. Wir stehen vor meinem Scirocco, erste Generation, Baujahr 1979, Automatikversion, GL-Ausstattung, also hast braune Innenausstattung und Komfortausstattung. Und das ist das Auto, mit dem eigentlich alles angefangen hat. Das war das erste Auto jemals in meinem Besitz. Ah, okay. Das war das erste Auto, was ich mir von meinem eigenen Geld wirklich erspart habe. Mit das 13? Erste Fahrzeug mit 13. Okay. Und ja, die Geschichte hat einen ewig langen Bart. Aber ich habe das Auto damals in der Autozeitschrift gesehen, mit 10. Und habe zu meinem Vater immer gesagt gehabt, ich will dieses Auto irgendwann haben. Ich will es besitzen, ich will das haben. Und dann hat mein Vater zu mir gesagt gehabt, auf gut Deutsch oder auf gut Fränkisch, na dann fangen wir mal das Sparen an. Und ab dem Zeitpunkt habe ich jedes Wochenende, jede freie Ferienwoche immer gearbeitet, geschuftet, habe jeden Cent rumgedreht und mit 13 habe ich dann 750 Euro zusammen gehabt und habe zwei total verwanzte, verroste Scirocco aus dem Hühnerstall rausgezogen. Gleich zwei Stück für 750 Euro? Ja, zwei Stück. Und dann aus zwei mach eins. 7 Jahre, 3.500 Stunden Arbeitszeit. Okay. Und ich meine, wir könnten jetzt halt durchgehen, Stück für Stück, was jedes drum einzeln gekostet hat, ja, und alles drumherum. Werden wir, glaube ich, heute nicht fertig. Die Sonne steht schon ziemlich tief. Ja, deswegen eben. Ne? War halt ein Haufen Arbeit, ja. Also ich meine, das Buch spricht in Bildern für sich, ja. Ja, auf jeden Fall ist eine jede Menge Scheiße auf dem Auto. Ja. Hast du das dann nochmal alles weggeputzt oder? Ja, das einmal Hochdruckreiniger, okay. 3 Stunden, alles raus, alles weg und dann war er halbwegs annehmbar. Okay. Ja, es ist echt eine Menge Arbeit dahinter. Also 13 und wie viele Jahre hast du gesagt nochmal? 7 Jahre. 7 Jahre, also mit 20 war er dann soweit fertig. Ja.
wir gehen jetzt nicht ins Detail ein, aber ich glaube, hast du irgendwas gemacht, was nicht Serie ist an dem Fahrzeug nochmal? Felgenfahrwerk. Felgenfahrwerk. Schauen wir uns gleich nochmal an. Aber erzähl doch mal ganz grob, was du so an Geld reingesteckt hast für so die größten Pakete, sage ich mal. Das kriegen wir hin. Ich glaube, wir können beim Lack anfangen erstmal, oder? Und bei den Blecharbeiten. Genau. Sind einfach nur Daumenwerte. Ja. Also Daumenwert Blech. Es sind 6 Quadratmeter Blech reingegangen, also ich schätze mal, und an Einschweißschwelle und allen möglichen außenrum, was ich an Teile noch bekommen habe, über sämtliche Hersteller dieser Welt und Schlachtungen, bin ich beim Blech ungefähr bei 700 Euro. Dann der Lack war das teuerste mit, das waren 1600 Euro, oh, okay. War aber noch ziemlich billig für das Auto, also es war gerade Lackierer um die Ecke, Grüße an Georg. Danke dir. Was wir erwähnen müssen, ist, du hast das ja vorgrundiert. Genau. Also ich habe alles tatsächlich nur Lack und Klarlack. Genau. Also ich habe gespachtelt, grundiert, fertig gemacht und habe das Auto praktisch lackierfertig zum Ansprühen in die Werkstatt gestellt. Okay. Deswegen war der Preis auch dementsprechend günstig halt. Ne? Mhm. Technik untenrum, Bremsen sind neu, Achsen sind neu, alles ist einmal raus, einmal neu rein. Komplett Bremsleitungen, alles raus, alles neu. Mhm. Benzinschläuche, Leitungen, sämtliche Motorbauteile habe ich versucht zu retten und wieder instand zu setzen. Also Technik. A nochmal 1500, 1500 Euro. Okay. Knapp. Insgesamt, um alles abzurunden, also Felgen, Fahrwerk zusammen, die Felgen habe ich geschenkt bekommen. Okay. Von einem Bekannten. Ne, und dann halt den Dosenlack halt wieder. Und das Fahrwerk hat an 100er gekostet. Ist jetzt nichts Besonderes, ist ein DR-Technik. Ist ein Gewindefahrwerk. Okay. Mhm. Weil ich mit meinem TÜV besprochen habe, dass es zeitgemäßer Umbau ist, weil Gewindefahrwerke nämlich. Darfst du ja in der 10 Jahre Umbauklausel bei Oldtimern arbeiten. Das heißt, ab dem Baujahr darfst du ja 10 Jahre, was danach passiert ist, ist hart zulassungsfähig. Mhm. Deswegen darf er ja auch Haar weiterhin tragen. Ah, okay. Ne? Und weil die Gewinde dann 86 auf den Markt gekommen sind und der 79er ist, sind wir da safe. Und dann haben wir gesagt gehabt, okay, kriegen wir hin. Okay. Genau. Zu den Felgen vielleicht ein paar Worte. Was sind das für welche? Das sind BBS 13 Zoll. Ist jetzt nichts Besonderes eigentlich. Die kriegt man noch an jedem Hinterhof und jeder Ecke. Die werden überall in eBay Kleinanzeigen noch angeboten. Okay. Mhm. Wie gesagt, ich habe sie geschenkt bekommen und nachdem dann der goldene Stand drauf war, haben die eigentlich ziemlich zeitgenössisch gut dazu gepasst. Ja, schaut echt schick aus. Ne, mit dem Ballongummi drauf wirkt er halt doch noch ein wenig Oldtimer-mäßig. Mhm. Wobei mir ja schon wieder einiges anderes schwant. Also ich hätte ja gern 15 Zoll, ein bisschen schmäleren Reifen und dann vielleicht noch ein bisschen weiter abgesetzt. Das kommt dann noch irgendwann. Irgendwann. Kommt schon noch. Gut, das Besondere hast du vergessen zu erwähnen, glaube ich, oder? Getriebe kannst du auch nochmal ansprechen. Ja, Getriebe beim 1er Scirocco. Nachdem ich ja an Automatik habe, ist es da sonderlich schwer, Getriebe in Deutschland aufzutreiben. Und wenn, dann sind sie dermaßen überteuert. Also das letzte Mal, wo ich reingeschaut habe, das war jetzt auch schon wieder 6 Jahre her oder was. Da waren 5 oder 6 Getriebe inseriert für den und astronomische Preise. Also okay. Abartig. Da sind wir im vierstelligen Bereich irgendwo, wuseln die umeinander. Ich will es mir heute gar nicht vorstellen. Ja. Das ist genauso wie Armaturenbrett zum Beispiel, weil es hat viele Risse. Ich habe es damals versucht zu retten ein wenig. Man sieht ein wenig die Versuche damals vom 14-, 15-Jährigen, um das wieder hinzubekommen. Ja, aber Armaturen, nur das Armaturenbrett in Braun. Das letzte, was in eBay versteigert worden ist, waren 800, 900 Euro. Nur das Armaturenbrett, ohne Instrumente, ohne alles. Nur Leder, okay. Nichts anderes. Okay. Und die sind ratzfatz weg. Also die sind innerhalb von ein paar Stunden, das läuft aus und die Preise explodieren. Das ist der Wahnsinn. Es sind, glaube ich, auch nicht so viele zugelassen in Deutschland, oder? Nee, also vom Automatik jetzt her weiß ich aus dem Scirocco-Forum und Co., dass vom Automatik her nicht mehr als 10 Fahrzeuge. Also ich kann halt keine 10 aufzählen jetzt aus dem Forum her. Mhm. Also das ist der absolute Wahnsinn. Gehen wir einfach mal einen Schritt zur Seite, dann schauen wir uns auch gleich mal die Felgen an. Ich finde, das passt zum Innenraum auch ein bisschen, oder? Das Goldene. Ja, das harmoniert ganz gut, denke ich. Zum grünen Fahrzeug, was wird es großartig für Felgen fahren? Ja. Also schwarz geht dann immer ziemlich unter, habe ich mir gedacht gehabt. Silber ist, ja, würde auch gehen. Aber das Gold, das harmoniert ganz schön. Also mit dem neuen Scirocco, ja, Phil ist nicht mehr beim neuen dran einfach. Nee, also gar nichts mehr. Gar nicht. Der einzige, was noch Phil gehabt hat, war der 2er Scirocco. Ne, also ja, der direkte Nachfolger. Ja. Weil es halt diese Ecken und Kanten nur hast und der neue ist halt überall rund. Rund, ne, genau, und richtig. Das war halt mit der Urform einfach irgendwie, ja, sieht man ja eindeutig, glaube ich, dass da nicht mehr viel vorhanden ist. Dann schauen wir uns das Teil nochmal von hinten an, bevor wir nochmal einen Soundcheck machen. Ja, ich hoffe, ich schneide das mal besser ab. Ja, ich glaube, das wird auf jeden Fall besser als eine 3, lieber. nicht so schlimm wie beim letzten Mal. Ich glaube, da können wir auch nicht viel dazu sagen, oder? Also ist ja alles noch hier Serienzustand. Ja, es ist alles original. Ja, Heck ist nicht sonderlich viel gemacht auf jeden Fall. Ja, sieht man.
Ja, also allgemein das ganze Auto hält sich ziemlich schlicht, ziemlich einfach, ziemlich ans Original angelegt. Das Einzige, was an dem Auto passiert, ist eigentlich, dass ich sämtliche Zierleisten weglassen habe. Also unten an die Schwelle oder sonst ist nichts mehr dran, hintenrum alles weg, nichts mehr. Mhm. Weil die immer gebohrt waren in die Karosse und es ist Rostfang und dann fängt er sofort mit das Gammeln an. Die kriegst du niemals dicht oder rostfrei, da habe ich es gleich weglassen. Ich würde sagen, wir hören uns das auf jeden Fall mal an. Und dann kommen wir nochmal, stelle ich dir die Frage, ob du das Auto verkaufen würdest. Das machen wir aber erst im Nachgang. Okay, kriegen wir hin. Bis gleich. Hört sich auf jeden Fall nicht schlecht an. Passt, einwandfrei. Bulli, eine 3 wird es auf jeden Fall nicht. Es wird heute von mir eine 6. Du kriegst heute eine 6 von mir. Geil. Doppelt so viel. Also das ist echt, hat mich jetzt überrascht. Ist das Original noch alles? Das ist Original. Ja, okay. Aber ist alles dicht. Ja, ja. Ja, mein Scirocco ist ja ohne Mittelschalldämpfer ausgeliefert worden eben. Ne? Okay. Also hat es ja keinen gegeben, sondern nur den Endtopf. Und der Endtopf, sag ich mal, ist halt doch schon etwas zusammengefallen. Also es wird dann doch bald ein neuer. Oder auch nicht. Okay, nee, ich würde den so lassen. Der hört sich auf jeden Fall geil an. Ja. Dann jetzt die letzte Frage, hatte ich dir vorhin schon gesagt. Würdest du das Teil verkaufen, wenn einer um die Ecke kommt? Du hast ein Wertgutachten, hast du erstellen lassen. Willst du das mal beziffern, also was da rauskam? Ja, also wertgutachtenmäßig liegen wir bei 28.000 ungefähr. 20. Wenn einer herkommt und sagt, du kriegst von mir 30? Nein. 40? Nein. 50? Nein. 100.000? Nein. Okay, das Ding ist unverkäuflich. Ja. Man sagt ja immer, alles hat einen Wert, aber... Der Spruch unten drauf erzählt alles und deswegen wird es auch lange Weg zum ersten Auto. Ja. Okay, das kann ich vollkommen nachvollziehen. Aber es findet sich sicherlich irgendwann jemand. Irgendwann schon, aber wie gesagt, das ist wie mit dem Kadett, ist genau dasselbe. Und bei der hängt halt so viel Herzblut drin. Ja. Da sind so viele Geschichten entstanden und so viele Narben mittlerweile, das kann ich gar nicht mehr aufzählen. Und ja, das glaube ich dir. Also Bilder sagen mehr als 1000 Worte, das ist super, jetzt wohl angefasst. Alles klar, dann vielen Dank, das war jetzt mal eine ganz andere Folge als gehabt. Ich mache mal kurz einen Abschluss und wir sehen uns gleich nochmal. Alles klar, danke. Also, es war jetzt kein klassisches, wie viel ist dein Auto wert, sondern mal was anderes, ein bisschen auf Oldtimer-Basis. Und ich glaube, das ist auch sehr interessant zu sehen, was da überhaupt an Arbeit dahinter steckt. Für viele ist das gar nicht bewusst. Es ist nicht immer nur tunen, irgendwelche Schwelle anbringen oder sonst irgendwas verändern, was auf dem Aftermarket beispielsweise vorhanden ist, an dem Fahrzeug anzubringen, sondern einen Rosthaufen wieder in diesen Zustand zu bringen, das ist, glaube ich, echt zu respektieren. Und ja, Hut ab nochmal, Bulli, hast du echt gut hinbekommen. Lasst uns auf jeden Fall einen Daumen da, lasst uns einen Kommentar da, schreibt uns einfach in die Kommentare, was ihr von dem, ja, von dem außergewöhnlichen Format haltet, was ihr von diesem Fahrzeug haltet. Könnt ihr den Bulli überreden mit einer Stange Geld, dann schreibt bitte in die Kommentare, wie viel ihr für das Fahrzeug hier ausgeben würdet. Wir sehen uns das nächste Mal. Abonnieren nicht vergessen und haut rein!